Hallo, herzlich willkommen zu einem neuen Let's Play bei mir. Das nennt sich PixArk. Ja, das richtige, echte Ark, das habe ich vor meiner Weile gespielt mit den echten Dinos und so. Und ich habe mir mal gedacht, okay, da geht auch dieses hier in Form von Minecraft und anderen ähnlichen Spielen gibt, aber auch mit Dinos, habe ich mir gedacht, mache ich das einfach mal mir im PS4 Store kaufen. Das war für ganz wenig Geld zu erhalten und deswegen habe ich mir gedacht, okay, gut, besorge ich es mir mal. Ich gucke mal in die Optionen rein. Okay, das kann ja alles so bleiben. Hier ist die Steuerung, die brauche ich jetzt nicht. Das ist ja normal. So. Hier ist auch alles wie beim echten Ark. Ich gehe mal darüber und guck mir das mal an. Die Tagesgeschwindigkeit, Nachtgeschwindigkeit, ist etwas erhöht. Spielerschaden. Der Spielerschaden, das ist ja halt, wenn ich jetzt da was kaputt machen will oder Dinos kloppen will, dann je nachdem. Die Spielerresistenz für beim echten war es so Vergiftung oder sowas, Betäubung. Und je höher die auf der rechten Seite war, umso mehr konnte man aushalten. Ich weiß nicht, wie es hier ist. Ich lasse das mal, wo es da am Anfang irgendwie war, ganz links so. Der Wasserverbrauch, genau, ganz links. Das ist dann halt, geht das halt ganz wenig. Wie das jetzt hier mit der Gesundheit ist, weiß ich nicht. Ja, ich lasse das alles mal so. Wasserverbrauch, Essenverbrauch ist eigentlich ganz normal. So, die Erfahrungspunkte, der Multiplikator. Je weiter rechts der normalerweise dann war beim anderen Ark, umso schneller konnte man leveln, aber wenn das ganz links ist, eigentlich auch so mehr oder weniger normal. Alles andere bleibt auch so. Okay, ich gehe mal auf Einzelspieler. So, ich musste mich gerade um die Katzen kümmern. Ich habe deswegen kurz geschnitten. Aber nichts übersprungen. So, ich muss jetzt hier für meine Karte, die ja dann irgendwie kommt, einen Namen eintippen. Und ich tippe mal jetzt auf meiner Tastatur den Namen ein. Dino. Dino. Topia. Dinotopia, okay, jetzt habe ich den da oben auch stehen. So. Das ist dann mein Ort, wo ich dann leben werde. Und auch so diese Ark-Dinger hier, ne? Die drei, die man sehen kann. Die gibt es ja hier auch dann im Spiel. Ich muss nur noch einen Charakter eigentlich erstellen. Das war jetzt eben nur die Karte. So, genau hier. Und ich kann jetzt aussuchen. Möchte ich halt als Mann durch die Gegend gehen oder als Frau? Ha. Bei Frau haben wir jetzt auch dieselben Kostüme wie beim Mann. Ich kann sie halt drehen. Und ja.
Ich kann hier verschiedene Sachen anziehen. Blätter oder Stroh oder hier so ein, ja, schon so eine Art kleinen Anzug, sag ich mal, aus Leder. Ich finde, so mit Blätter, das passt irgendwie ganz gut. Und man kann dann hier jetzt bei der Frau mal gucken, eigentlich auch junges Mädchen, was die so für Haare hat, ne? Auf dem Kopf. Nur die Steuerung ist ein klein wenig komisch, weil wenn ich jetzt mehr hier hin und her fahren will, bewege ich den rechten Stick links und rechts. Wenn ich aber jetzt durchblättern will, muss ich den linken Stick nehmen. Das ist auch ein bisschen komisch. Ja, was nehme ich denn da für Haare? Ich denke mal, aber die hier sehen doch ganz gut aus. Nicht zu lang, nicht zu kurz, nicht zu wuschig und so weiter. So, und dann gibt es natürlich noch die Steuerung, ey. Die Haarfarbe. Bisschen rötlich oder noch roter. Oder halt ins Violette rein, lilane und so weiter. Oder blau. Ins grüne Haar. Oder so gelblich. Man kann sich aussuchen, was man möchte. Ich würde mal sagen, ich nehme vielleicht mal so ein, ja, nicht ganz dunkel, aber nicht ganz rot, sondern das ist so, ja, ein Mix davon. Die Augenbrauen kann man sich aussuchen, ob sie klein sein sollen, groß sein sollen. Das ist eigentlich egal, weil man sieht einen ja doch normalerweise nur immer von hinten so. Die Augenbrauenfarbe passe ich mal so ein bisschen an. Und dann kann man sich die Augen aussuchen. So wie hier ganz große. Oder vielleicht dann doch mal eher ein paar kleine. Oha, so Stielaugen. Schmale Augen. Die ist mir ein wenig zu groß. Ich nehme normal hier so. Die Augenfarbe kann ich natürlich auch dann noch anpassen. Ob die auch rot sein sollen oder blau oder weiß oder was auch immer. Was nehmen wir denn da für Augenfarbe? Weiß, gelb. Nee, das ist so. So ein dunkles Blau oder. Hier so ein bräunliches ist so auch ganz nett. So, und wie soll der Mund aussehen? Nach unten gezeigt, nach oben gezeigt, aber das ist egal. So, die Gesichtsfarbe. Also der Lippenstift ist egal. So, wie soll das Gesicht aussehen? Runde Form, eckige Form, sag ich mal. Oder hier so mit Augenklappe. Fangen wir mit einer Sonnenbrille an. Oder was auch immer. Ich würde einfach mal sagen, man sieht so hier jetzt nichts. Das bleibt dann mal so. Und von der Form her, da kann man dennoch wie auch immer den Körper ändern. Bei der Brust, wie geht man denn bei der Brust davor? Aua, ja, da hat die aber dann eine riesen Oberweite. Das ist ja was für mich. Wobei, nee, zu groß ist auch nichts in dieser Pixelwelt. Lassen wir es mal auf normal. Die Kopfgröße, Skinfarbe, ja genau, wir können jetzt hier, wir können uns hell machen, dunkel machen. Zu hell ist vielleicht auch nicht gut.
dann eher so ein bisschen dunkel, weil, ja, ich lasse das mal so. Die Hüfte, die geht in die Breite, ne, lass mal. Wie groß soll sie werden? Ganz groß oder doch eher klein? Ich denke mal, als normale Größe kann man das durchgehen lassen. Die Unterarme, Füße und überhaupt. Normal ist gut. Okay. Der Name, da steht schon vorgegeben Anne. Aber ich bin ja halt so. Wie wäre es dann mit Lee Arne zum Beispiel? Lee Arne, so. Muss das nicht unbedingt ein richtiger Name sein in dem Spiel? Also, denke ich mal, ist Liane auch okay. So, und dann gibt es hier drei Punkte, wo man eigentlich anfangen möchte. Ganz oben links. Dann ist so links Mitte. Oder eher rechts, auf der rechten Kartenseite. Das ist eine gute Frage, weil ich weiß ja nicht, wo jetzt welche Dinos sind, wo es am gefährlichsten ist oder wo es jetzt eher, ja, keine Ahnung, eher wo so friedlich ist und so. Ich würde mal sagen, entweder hier links die Mitte, da ist viel Grün zu sehen. Und da ist das eher auch noch ein bisschen mehr gelb, das heißt wohl Wüste. Ich starte vielleicht dann doch erstmal hier, wo mehr Grün ist. So. Dann mache ich das mal. Und ich würde sagen, beginnen wir jetzt mal das Spiel. Nachdem ich schon keine Ahnung, wie weit jetzt aufgenommen habe. Oha. Warum fahren wir denn ins Wasser rein? Das ist ja nicht gut. Komm. Ui, und schon ein Level aufgestiegen. Na super. Okay, ich bin draußen. So, hier kann ich dann jetzt Grünzeug einsammeln. Das ist Stroh. Hier liegt einfach mal Stroh rum. Level 4. Das geht aber schnell, obwohl das doch sehr langsam eingestellt ist. Genau. Level 5. Alter, wie schnell geht das denn hier? So, man sieht ja auch schon, ne? Das ist halt so wie bei Minecraft zum Beispiel. Da hinten soll das so eine Art Portal in eine andere Welt sein? Weil da erkennt man, ja, ich weiß nicht, Wüstengebiet? Kann man da so durchschwimmen oder wie? So, da hinten ist der eine, ja, blau. Da ist ein gelber, genau, und hier ist dann. Ach, und da hinten ist was Weißes. Was ist denn das Weiße da hinten? Moment. Okay. Weiter. Oha, was ist jetzt hier los? Entweder ist da was oder. Nee, da kommt was runter. Okay. So, links habe ich jetzt meine, ja, Daten. Es ist ein sonniger Tag, 24 Grad. Was die 97 ist, weiß ich nicht. Dann haben wir die Uhrzeit, 7:31. Anfängerprärie,
Friedensstatus. Okay, Liane, Level 5. So. Level 15 zum Öffnen erforderlich. Alles klar. Mal gucken, wenn ich jetzt hier L1 drücke, habe ich im Moment nichts. Ah ja, L2, da kann ich dann irgendwas untersuchen, sag ich mal. Okay. Da ist Kloppen oder Schlagen. Okay, das muss ich mal eben machen, sonst geht das da nicht weg. So, Moment, hier habe ich jetzt mein... Okay. Hier ist alles, was ich schon eingesammelt habe. Immerhin. So, hier sind meine Daten. Okay. Essen, Wasser, genau. So, hier kann ich jetzt auch gucken. Was brauche ich denn für die Holzaxt? Brauche ich dreimal Holz. Wobei... Ne, unten steht einmal Holz und zwei Feuerstein. Okay. Auf jeden Fall, wie auch immer. So, dann sind hier jetzt diese Dinge, wie beim echten Ark auch, die man pro Level dann halt bekommt. Fackel will ich im Moment nicht. Ich will eine Axt haben. Gut, unten rechts habe ich jetzt die Punkte, alles klar. Nur was ist jetzt das Grüne da? Weiß ich nicht. Wer schubst mich da eben? Okay, ich okay, gib mir mal. Ich brauche Holz, ich habe aber noch kein Holz. Genau. Was haben denn die? Ja, kriechen. Also ich will doch jetzt nicht kriechen, Mensch. So. Da habe ich jetzt eine Beere, noch eine Beere, Faser, noch eine Beere. Okay. Einsammeln. Was seid ihr denn für grüne Frösche hier? So, Moment, dann kann man sich das angucken. Oh, hier habe ich jetzt meine Karte. Alles klar. Verdammtes Land. Finsterwald, Eiswald, Goldenreich. Ein magischer Wald irgendwo in der Wüste, Sumpf, Berg, alles klar, okay. So, dann läuft da noch irgendwie eine Uhr mit. Gut, erstmal wieder ausblenden die Karte. Nutze den Scanner bei Dinosauriern während... Ja. So, da kann ich auch dann so gucken nebenbei. Alles klar, jetzt bin ich aber da hier in dieser Ego-Ansicht. Gucken wir mal. So. Das gibt gleich 24 Holz. Nein, ich will nicht die Karte. Ich möchte was herstellen. Und zwar genau die Axt. Und dann kann ich auch schon hier so eine kleine Spitzhacke herstellen. Die kommt gleich unten ins Menü. Das ist ja toll. Hallo, Drutan. Wie kann ich dich zahm bekommen? Ich soll dich irgendwie füttern. Mit was? Steht da nicht. Naja, gut. So. Nein.
Was habe ich denn ganz links jetzt? Moment, was habe ich denn ganz links? Eine Beere schwarz. Die schmeckt bitter, kann aber für schwarze Farbe benutzt werden. Nein. Okay, die ist raus. Dann nehme ich doch vielleicht mal eine rote. Die könnte vielleicht mir besser schmecken. So, ich habe jetzt bei Nahrung 99,9. Ah ja, das ist okay. So, dann nehme ich jetzt die Axt in die Hand. Was ist das, ein Ködel? Kleiner Dinosaurier, Kothaufen, okay. So, die kleinen Dinger kann ich so einsammeln. Das Handbuch wurde aktualisiert. So, ich sammle erstmal nebenbei ein bisschen Holz. Okay, Moment, nein, rechts bücken. Wie kam ich denn jetzt in diese Ego-Ansicht? Im Moment weiß ich, dass ich gar nicht wieder reingekommen bin. Ach, hier steht da. Karte öffnen. Na gut, dann muss ich die Karte öffnen. Ich bin da. Ja. Ich bin jetzt Level 10. Hallo. Mal Stroh. Dann habe ich mein Holz. Hallo Dino. Okay. Ich arbeite mich erst einmal so ein bisschen nach oben. Also, ne? Nebenbei Fasern sammeln. Komme ich die roten vielleicht mit der Spitzhacke kaputt oder was ist das hier? Ach, das ist Lehm. Und da hätten vielleicht eine Höhle zu sein oder ist der Schatten von der Palme? Alles klar, wir haben ja auch Lehm. Das ist gar nicht mal so unangenehm. Bärenfall, Ammerbär, okay. Ich bewege mich mal nach oben durch den Dschungel hier. Hinten sind noch andere Inseln. Da ist noch dieses komische Ding mitten im Wasser, was das auch sein soll. Okay. Das Rötliche ist also Lehm. Dann habe ich hier jede Menge Grün, ja. Okay, aber mich macht das Leiden ganz neugierig. Level 12 bin ich von. Okay, dann hake ich noch mal ein paar Bäume. Ich denke mal, für den Anfang kann man alles an Holz gebrauchen. Es gibt ja viele Sachen, die man aus Holz herstellen kann. So, was haben wir denn hier? Leuchtet, da leuchtet auch. Oh, Fasern, Bär, okay, die rote Beere. Gut, zu essen habe ich hier schon mal was. Level 13. Das ist aber ein komischer Baum hier. Da sind Frösche oder... Moment. So, mein Handbuch wurde aktualisiert. Moment, ich guck mal in das Handbuch rein. Nein. Das ist es nicht. Moment. Wo ist denn halt...
Kranie Level 13. Oh. Ich habe einen Pup gemacht. Moment, wieso ist denn? Ach, Orbitkamera. Ah ja. Auch interessant. Hier. Ja genau, hier sehe ich mich von hinten. Das ist normal. Okay, was haben wir denn noch hier? An, aus. Jetzt habe ich unten meine ein. Ja, gut, aber ich will ja auch wissen, wo ich was habe. Das ist aber dann auch gut. Wasser verdunstet schneller, je wärmer die Umgebung ist. Okay. Mal bei Orbit bin, dann ist das hier wieder. Oh ne, dann ist die Kamerasteuerung ja doch noch mal ganz anders. Gut, so ist besser. So, das hier. Das ist ein. Moment. Wenn ich was in der Hand habe, geht's nicht. So, warte mal hier. Feuerstein. Okay, Feuerstein habe ich auch erstmal. Mit Sachen herstellen war ich noch mal ein bisschen. Ne? Oh, da ist eine Kiste. Dann öffne ich die doch mal. Was haben wir denn da drin? Was zu essen? Rohes Truthahnfleisch. Aha. Ja gut. Kann ich zwar mitnehmen. Aber ich kann das noch nicht braten. Habe ich auch noch keine Lust drauf. Das zu braten. Da komme ich so ja nicht rüber. Okay. Gut. Dann mache ich das immer einsammeln. Gibt immerhin ein paar Fasern zum Beispiel noch dazu. So, wie kann ich denn noch mal hier nein, Emote abspielen, freundliches Hände senken, jubeln und so weiter, winken geht auch, danke, grüßen. Wie geht Grüßen aus? Okay. Ich will mal gucken, ob das jetzt nur der Schatten ist oder ob da eine Höhle ist. Dir ist heiß. Du solltest bald. Ja. Aua. Oh, das war ein Raptor. Alles klar. Aber die Sachen oh. Hallo?
Ja, genau. Alter, du fällst ins Wasser rein und wirst gleich wieder getötet vom Piranha. Was war das denn für ein Kack, bitte? Ja, gut. Neuer Versuch. Vorsicht. Okay, aber im Gegensatz zum echten Ark behält man seine Sachen, die man gesammelt hat. Und beim echten halt, dann musst du erstmal hinlaufen nach deiner Leiche und gucken, ob du da heil hinkommst. Und dann, ja, musste man halt seine Sachen, die man dann verloren hatte, wieder einsammeln. Mal hast du Glück gehabt und mal auch nicht, dann bist du halt nicht mehr dahin gekommen. Oh, war ja ein Raptor. Aber was ist denn trotzdem da? Eieieiei. Vielleicht hat man denn das Doppelte. Warte mal, ich komme da jetzt so nicht hin. Ja. Okay. Oh, das ist ein Hai, oder? Hai. Hä? Da ist ein. Das ist ein Schattenhai. Also. Wow. Okay. Ist dann doch nicht ganz so friedlich in die Ecke, aber immerhin. Prima hoch hier. Noch mal ein bisschen Stroh einsammeln. Und ich würde mal sagen, für die erste Folge reicht das erstmal hier. Da mache ich ein andermal weiter in einer anderen Folge. Und dann mal gucken, was ich denn nach und nach so bauen kann. Denn ich brauche ja noch ein Haus und ein Bett und so weiter. Gut. Dann werde ich erstmal hier irgendwie speichern. Oder es speichert automatisch, wie ich sehe. Okay. Dann sage ich mal, mach's erstmal gut. Bis zum nächsten Mal hier in Dinotopia. Und ja, dann mach's gut und bye bye.